Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es was, das es bei mir schon länger nicht mehr zu sehen gab, nämlich ein Taschenlampenvideo, eine kleine Vorstellung. Und das möchte ich direkt von Beginn an sagen. Sofen hat mir zum einen diese Lampe zum Testen zur Verfügung gestellt. Dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Aber es gibt auch für euch etwas. Ich habe für eine Woche lang einen 25% Rabattcode. Falls ihr Bock habt auf dieses Lämpchen, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Eine Woche lang gültig bis zum 27. Mai habt ihr die Möglichkeit, also 2023 natürlich, für alle, die das Video irgendwann später schauen, diese wirklich, wirklich coole Taschenlampe für dann Endpreis, glaube ich, 22,50 oder so zu bestellen, wo man wirklich nichts verkehrt machen kann. Also, coole Nummer. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere Spaß dran hat und dieses Lämpchen bestellt. Nach Ablauf dieser Zeit werde ich den Rabattlink, von dem ich tatsächlich überhaupt keine Vorteile habe, durch meinen Amazon Affiliate Link ersetzen. Das heißt, wenn dieser Rabatt nicht mehr gültig ist, habt ihr immer noch die Möglichkeit, oder ja, die Möglichkeit ist gut, ihr habt dann im Endeffekt nichts davon. Aber wenn ihr dann Bock habt auf dieses Lämpchen und bestellt, dann bekomme ich immerhin ein paar Prozent Kickback über diesen Link. Aber wie gesagt, für eine Woche lang 25%, das ist wirklich schon eine geile Nummer. Vielen Dank an Sofern dafür. Ja, Karton, soweit so unspektakulär. Trotzdem eine ganz angenehme Verpackung mit dem Schwarz-Orange, das sieht ganz cool aus. Ansonsten findet sich außen nicht viel relevante Information. Beiliegend ist tatsächlich ein USB-C-Stecker, auch nicht wirklich selbstverständlich gewesen, lange Zeit. Mittlerweile setzen ja die meisten Hersteller auf USB-C, ist also auch dabei. Plus ein kleines, ja, relativ softes Lanyard und zwei Ersatzdichtungsringe, O-Ringe. Auch das ist mehr oder weniger Standard. Was mich an dieser Lampe so begeistert, ist die EDC-Fähigkeit. Und da erlaubt mir bitte ganz kurz ein bisschen weiter auszuholen. Schon seit vielen Jahren bei mir eine EDC-Größe, eine EDC-Legende nahezu, ist die Sofern SF14 hier in der Version V2.0. Wirklich eine No-Nonsense-Taschenlampe mit einem Tail-Clicky. Betrieben mit einer Doppel-A bzw. 14500er. Ne, hier diese typischen 650 mAh Akkus. Ich glaube, das hier war Nightcore. Auch wenn Nightcore jetzt nirgendwo prominent drauf gedruckt ist, aber die schwarz-gelben sind halt immer relativ leicht zu identifizieren gewesen in der Vergangenheit. Ich habe lange keine Akkus mehr nachbestellen müssen, denn wenn du relativ viele Lampen rumstehen hast, hast du eigentlich in der Regel auch immer genügend Akkus. Du musst ja nicht jede Lampe jederzeit mit einer Zelle versehen. Ist auch nicht gut für die Akkus, ne? Ja, also coole Lampe. Irgendwann natürlich ersetzt worden durch die Pineapple Mini. Die hat dann AAA. Formfaktor ist also deutlich schlanker. Aber ihr seht schon in der Länge nahezu vergleichbar. Also die SF14 V2.0 und die Pineapple Mini in Titan sind für mich absolute Top-Lampen, was das EDC angeht. Natürlich gibt es dann auch noch die normale Pineapple. Das ist dann das Doppel-A-Format, also dann eher vielleicht vergleichbar. Ist aber dann tatsächlich ein bisschen länger und durch die enorme Materialstärke des Titans natürlich auch ein Stückchen schwerer. Das können wir auch vielleicht direkt mal kurz demonstrieren. Die SF14 geladen, also beladen, kommt auf 57 Gramm, die Pineapple 77 oder knapp 78 Gramm. Das ist tatsächlich schon ein deutlich spürbarer Unterschied bei Lampen, die ansonsten nahezu identisch sind in der Größe. Was die Dicke angeht, ist die neue, die SC18. Dann nochmal ein etwas anderer Schnack. Sie ist kompakt, definitiv. Also hier im Vergleich mit einer Doppel-A-Lampe nur wenige Millimeter länger. Und Volltreffer, genau den Klick hier erwischt. Im Durchmesser, ja, auch ein bisschen größer als die Pineapple, als die regulären. Allerdings ist das eine Lampe, die
mit einem 18650er Akku daherkommt. Bei der kompakten Bauweise eigentlich kaum zu glauben, aber hier vollwertiger Sofern 18650er Akku mit 3000 mAh, der typische 3,7 Volt Lithium-Ionen Akku. Fantastische Gewinde, by the way. Die Fräsung hier oben leicht diagonal, dann ja, parallel verlaufend auf dem Korpus und vorne die sehr, sehr, sehr ausgeprägten Kühlrippen am Kopf. Cool gestaltet, muss ich sagen. Früher gab es einfach nur dieses Ananas-Gnarling bei den Lampen. Da hat sich optisch jetzt schon ein bisschen was getan. Also das ist ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nichtsdestoweniger ist die SF14 nach wie vor eine absolute Top-Lampe. Aber hier hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Was sonst noch auffällt, der Pocket Clip ist quasi identisch. Ein bisschen länger ist er, vorne ein bisschen schmaler. Aber ansonsten, was das Design angeht und die Funktionalität, absolut identisch. Ihr könnt ihn abmachen, wenn ihr wollt. Ich empfehle, ihn dran zu lassen. Du kannst ihn immer so ausrichten, dass du damit entweder die Orientierung zum Ladepunkt hast, also gegenüberliegend vom Clicky, oder dass du damit die Orientierung gibst zum kleinen Clicky, zum gummierten Knopf. Die sind nämlich in der Tat teilweise, wenn du so rumtastest im Dunkeln, nicht immer sofort und super leicht zu finden. Hier ist es ganz schön gestaltet. Er ist minimal erhaben über den Kopf, über den Korpus und hat eine schöne, weiche, samtige Struktur, wie ihr es eben schon gesehen habt. Der ist selbstverständlich mit einer LED versehen, die euch den Ladestand anzeigt und gegenüberliegend sehr schön gesichert mit einer Gummikappe der USB-C-Ladeport. Wenn ihr die Lampe aufladet, meinetwegen über eine Powerbank oder über den USB eures Laptops oder eures PCs. Ich glaube, dass die 3000 mAh bei so einer geringen Ladeleistung, die diese Ports normalerweise bieten, klar, modernere Powerbanks haben auch deutlich mehr Leistung, aber dass es schon relativ lange dauert, diese 3000 mAh aufzuladen. Ich empfehle also in der Regel, den Akku rauszunehmen und über ein externes Ladegerät zu laden, zumal die auch teilweise über eine intelligente Ladeelektronik verfügen, was den Akku dann zusätzlich nochmal schützt. Ansonsten haben wir vorne eine klare Linse und einen klaren Reflektor. Aber es sieht ein ganz klein bisschen aus, als hätte man sowas Ähnliches noch wie einen TIR-Einsatz noch oberhalb der LED, was vielleicht auch mit dafür verantwortlich ist, dass diese Lampe einen ziemlich, ziemlich guten Lichtpunkt setzt. Also die, ich würde sagen, die ist für den Nahbereich gut, aber ich glaube fast, das ist eine Lampe eher so für den mittleren Bereich, also irgendwas so zwischen, ich sag mal, 10 und 50 Metern. Denn diese kleine kompakte Lampe kommt tatsächlich mit 1800 Lumen maximaler Leistung daher. Ich mache mal jetzt mal ganz kurz den Doppelklick. Habe ich ausgeschaltet jetzt. So, warte, aus. Doppelklick, Turbo. Also da geht schon einiges. Meine Hand ist jetzt 5-6 cm von der Linse weg und ich spüre sehr, sehr deutlich die abgestrahlte Wärme. Also diese kompakte Lampe mit annähernd 2000 Lumen maximaler Leistung, das ist wirklich ein Brett, das muss man ganz klar sagen. Der Tailclick ist weggefallen, den mochte ich sehr, sehr gerne. Das hatte fast schon so eine leicht taktische Anmutung hier hinten, also der schöne Grip und dann die Bedienung über den Daumen. Das hat bei der Lampe immer toll funktioniert. Darauf verzichten wir hier. Wir haben also die Standardbedienung über den Gummiknopf. Der ist auch wirklich sehr leichtgängig. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Die Handlage, dadurch, dass die Lampe ein ganz klein bisschen dicker ist, ist ganz hervorragend. Also die ist auch für Wanderungen etc. geeignet. Du willst nicht, wenn du auf einer Wanderung bist, die ganze Zeit mit diesem Mini hier rumlaufen, die im Grunde den Durchmesser hat von einem Kugelschreiber. Das ist dann schon angenehmer, wenn ein bisschen mehr Substanz da ist. Fühlt sich sehr gut an, wenn du hinten durch das kleine Löchlein noch das Lanyard anbringst. Dann ist diese Lampe definitiv mehr als nur ein kleiner EDC-Begleiter. Die kann tatsächlich deutlich mehr, als man es bei der Größe und bei den ursprünglichen Angaben vermuten möchte. Wir schauen uns jetzt mal eben an, was die kleine wiegt. Oder schauen wir uns zuerst mal an, wie lang sie denn im Endeffekt ist. Und dann zeige ich euch gleich noch das Datenblatt. Wir sind ziemlich genau bei 4 Zoll. Das sind 10,2 Zentimeter.
Und mit dem schweren 18650er Akku kommen wir auf 101 Gramm. Ich nehme den Akku mal raus. Das machen wir dann im Vergleich auch mal mit der SF14, dass wir mal sehen, was die reine Lampe mehr wiegt als die kleine Doppel-A. Also hier wiegt die Lampe netto 54,2 Gramm. Und die SF14 37,6 zu 54, also das sind 17 Gramm Gewichtunterschied nur bei der Lampe. Natürlich machen die Zellen dann den riesengroßen Unterschied aus. Ich muss gestehen, das ist keine Lampe, die ich in der Sommerzeit in der Shorts tragen würde. Das ist eine Lampe, die ich wahrscheinlich, ich sag mal so, von April bis September oder von April bis Oktober dann eher in einer Pouch oder direkt im Rucksack mitführen würde. Ja, gerade weil sie den Eindruck macht, dass sie halt zu deutlich mehr geeignet ist als zu einer kleinen EDC-Lampe, die dir mal ja, nachts einfach das Schlüsselloch erleuchtet oder was auch immer. Also ich habe das Gefühl, die hier kann so einiges mehr. Mit dem 18650er Akku hast du natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit. Also du wirst die nicht so oft laden müssen wie die Kleine hier. Ich glaube, der Akku hat 300 mAh oder 350, irgendwas um den Dreh. Natürlich deutlich weniger Leistung, das muss auch gesagt sein. Aber mit so einem 3000 mAh 18650er, da lädst du definitiv seltener. So, jetzt habe ich noch mal kurz, ich habe es euch ja angekündigt, das Datenblatt zur Hand. Und dann gehen wir noch mal kurz durch, was der Rest so herzugeben hat. Also ihr seht jetzt Turbo 1800 Lumen mit einer maximalen Laufzeit von 2,3 Stunden. Allerdings ist die Lampe temperaturgeregelt. Das heißt, hier habt ihr immer nur ein paar Sekunden die volle Leistung zur Verfügung und dann wird automatisch runtergeregelt auf High. Der High-Modus bietet gar nicht so viel mehr, 2,6 Stunden im Vergleich zu 2,3. 800 Lumen ist aber, ja, wer selber Taschenlampen nutzt und häufig nutzt, der wird das wissen, 800 Lumen ist verdammt viel Licht. Das ist wirklich schon eine ganze Menge. Maximale Leuchtweite seht ihr angegeben 217 Meter. Realistisch würde ich mal sagen, sind 120, 130 im Turbo-Modus und 80 bis 100 im High-Modus. Also wenn ihr auch wirklich noch was sehen wollt, klar, natürlich, wenn ich auf ein Verkehrsschild leuchte, das reflektiert und strahlt natürlich dann zurück, auch auf 200 Meter, selbstverständlich, aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? So, dann haben wir Medium 350 Lumen bei 6,3 Stunden und knapp unter 100 Metern. Low sind 100 Lumen immer noch, 23 Stunden und immer noch 51 Millimeter Leuchtweite, sagen wir mal 20 bis 25, realistisch. So, und ja, dann haben wir noch 3 Lumen im Moonshine-Modus. Das ist dann auch mein einziger Kritikpunkt an dieser Lampe. Ich wünsche mir immer einen Moonshine-Modus, der bei einem Lumen oder 0,5 Lumen liegt. Also 3 Lumen, ich werde es jetzt mal Richtung Linse drehen. 3 Lumen ist fürs Auge schon ziemlich viel. Also wenn ich da direkt reinschaue, habe ich danach trotzdem einen flimmernden, flackernden Punkt vor den Augen. Das ist nicht wirklich ein toller oder absolut brauchbarer Moonshine-Modus. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Kleinen war. Das war, glaube ich, nur Low, Medium, High. Nee, das ist auch ein Moonshine. Da würde ich aber sagen, das sind vielleicht sogar 5 Lumen. Also das haben andere Hersteller ein ganz klein bisschen in Anführungszeichen besser gemacht. Also Moonshine, das ist aber wirklich nur eine persönliche Empfindung. Moonshine würde ich mir wünschen, tatsächlich mit 0,5 oder 1 Lumen, weil das dann tatsächlich im Stockfinsteren ausreicht, um den Lichtschalter zu finden. Und falls du dummerweise zufällig reingeguckt hast, ist es auch kein Problem. 0,5 Lumen sorgen nicht für Irritationen. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Cycling gedrückt halten ist immer Moonshine-Modus. Ganz normal anschalten, fängst du bei Low an. So, und dann gedrückt halten, klickt sich durch. Low, Medium, High. Ausschalten, Doppelklick, Turbo. Und dreimal ist Strobo und Heidewitzka, Herr Kapitän. Strobo ist wild. Auch volle Leistung, 1800 Lumen im Strobe-Modus. Für 30 € ist das eine fantastische Lampe.
Das kann ich jetzt zum Fazit direkt mal raushauen. Großartiges Teil. Ich finde die wirklich, 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 wirklich gut. Habe mich riesig gefreut, als Sofern an mich rangetreten ist, denn ich bin immer der Meinung, die etwas kompakteren Lampen von Sofern, ob das jetzt abgewinkelte Lampen sind oder wie diese hier, diese beiden im EDC-Format, das ist das, was sie am besten können. Also zu einem großartigen Preis ein hochwertiges Produkt raushauen. Der Kontakt war wie immer Spitzenklasse. Also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr höflich, sehr zuvorkommend mit dem Angebot noch des Rabattcodes für euch. Also da ist einiges zusammengekommen, wo ich gesagt habe, okay, da bist du auf jeden Fall dabei. Die Lampe möchtest du vorstellen und dieses Angebot. Normalerweise mache ich das ja nicht, ne? Also ich nehme auch grundsätzlich kein Geld, wenn die mir sagen, dass ich eine prozentuale Beteiligung an den Verkäufen bekommen könnte oder so. Das lehne ich ab. Das mache ich grundsätzlich nicht. Wenn ich jetzt wie in dem Fall einen Rabatt für euch raushauen kann, finde ich das super. Ich darf diese kleine Lampe behalten und weiter testen. Das ist für mich mehr als genug. Das freut mich ungemein. Ja, und die wird sich einreihen in meine kleine Sofern-Sammlung. Vielleicht mache ich von den anderen Lampen auch irgendwann nochmal ein Video, dass ihr mal so eine kleine Gruppenübersicht habt. Ich bin nämlich von der Marke und von den Produkten extrem überzeugt. Die haben mich bis jetzt, im Gegensatz zu zum Beispiel Nightcore oder Olight, haben mich die Sofern-Lampen tatsächlich noch nie im Stich gelassen. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu dieser Lampe zu sagen habe. Das Video ist deutlich länger geworden, als ich es gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier über die 10 Minuten kommen würde. Aber das ist wirklich ein überzeugendes kleines Teil. Schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt. Kopiert euch den Code raus, folgt dem Link auf Amazon und nutzt die 25%, die eingerichtet sind. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere auf diesem Weg zu einer sehr tauglichen Taschenlampe kommt. Vielleicht seid ihr ja gerade auf der Suche. Dann haut auf jeden Fall rein. Für 22,50 werdet ihr keine bessere Lampe bekommen. Davon bin ich überzeugt. Und selbst für 30, wenn der Aktionszeitraum abgelaufen ist und ich den Link durch meinen eigenen Affiliate-Link ersetze, selbst dann dürfte dieses Lämpchen für 29,90 oder 29,95 kaum zu schlagen sein. Das soll es gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.